Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu Bitterfrost. Ja, und es ist Weihnachten, so ganz kurz davor. Wie sind wir eigentlich letztes Mal hergekommen? Zeig mal. Ach so, natürlich durch diese Tür da. Guck mal, schöner Tannenbaum, schöner Tannenbaum. Nun gut, sehen wir uns hier mal um. Da gibt es ein bisschen was zu sehen. Ah, ja, okay, die Kerze nehmen wir mit. Ja, alles cool. Hallo. How was I trapped in here? In 10 minutes, my bride will die on the tracks. I beg you. Help me switch the train to a different track. Wie bist du da überhaupt reingekommen? Klar. Natürlich. Was ist das? Ein Ticket. Okay. Gut. Ja, okay. Das ist putzig. Ah, deshalb der Tannenbaum. Weil wir sollen ihn absuchen. Gut, also. Wir sollen für... Ach, hier haben wir das auch mal. Guck mal. Die meisten der Bauteile hier, die wir finden sollen, sind normal dargestellt und zwei sind rot markiert. Das sind dann die Teile, wo man vorher noch irgendwas machen muss, bevor man da rankommt. Okay, was soll man denn finden? Sonnenhut, Handschuh und Süßigkeit. Nun gut, Süßigkeit, ein Sonnenhut. Handschuh, das sind keine Handschuhe, aber das ist ein Handschuh. So, Sonnenhut, noch ein Sonnenhut, noch ein Sonnenhut, ist ein Sonnenhut, jawohl. Handschuh und Süßigkeit, Handschuh, da ist noch eine Süßigkeit, so. Und den Handschuh, den finden wir auch noch. Handschuh, da, 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 da. Schleuder sollen wir auch finden, guck mal, da ist eine. So, das war die erste, Schleuder und Handschuh. Was ist hier? Oh, ach so. Da ist die zweite Schleuder. Ja, guck. Und da ist da oben ist der Handschuh. Perfekt. So, jetzt sollen wir noch Mond und Sonne finden. Mond und Sonne habe ich beide schon gesehen. Hier ist ein Mond. Da oben steckt einer drin. Wo ist der andere Teil dieses Mondes? Naja, da ist eine Sonne. Und hier ist der andere Teil des Mondes. Der grinst. Okay, so. Was noch? Noch eine Sonne. Eine versteckte Sonne. Ja, das hat nichts mit zu tun, aber da hat was das mit zu tun. Okay, cool. So. Wir bekommen ein Zugemblem. Gar nicht schlecht. So, bevor wir da rausgehen, sehen wir uns hier nochmal um. Löffel und Gabel. Ich werde die Augen offen halten. Wie kommen die Leute hier nur zurecht, ne? Wie kommen sie nur zurecht? So, hier haben wir, was ist das? Die Öffnung scheint für eine Art Hebel gedacht zu sein. Aber wir nehmen erstmal diese... den Schraubendreher mit. Oh nein, der Zug wird jede Minute hier sein. Ich muss die Weiche umstellen. Diese Öffnung will... Ach, da unten. Ach so. Okay, haben wir aber gerade nicht dabei. Nun, was ist hier? Dafür ist das Ticket gut. Tada. Was? Es hat sich kaputt gemacht. Das ist fest verschraubt. Mich sollte mein Hüster mir nicht besser. Weißt du, da ist eine Frau in Gefahr und wir halten uns mit sowas Albernem hier auf. Okay, na gut. Gut, wieder zurück. Hier scheint es erstmal nichts zu geben. Ich muss mich beeilen. Ja, schon klar. So, zurück. Kerze, Schraubenzieher. Na gut. Mit dem Schraubenzieher können wir da das Eis abkratzen? Nein, mein Gehirn muss eingefroren sein. Ich habe meins jetzt gar nicht dabei. Klar. Ach, hier braucht man den Schlüssel, ne? Ist abgeschlossen. Hier braucht man die Wagenräder. Das Pferd ist verängstigt. Aber sonst haben wir hier nichts weiter, ne? Eine Kerze, hilft dir das? Nö. Gut, zurück. Ah ja, okay. Aber hier, meine ich, waren wir doch fertig, oder? Hier waren wir fertig, ja. Gut, was können wir denn hier noch erledigen? Die Uhr? Nein. Sonst ist hier nichts, ne? Nur noch das da. Obwohl die zugeschneit... Ach, warte mal, diese Riemen. Wo können wir den Riemen anbringen? Die Riemen könnten wir... Nee, da nicht. Können wir hier mit den Riemen etwas anfangen? Die Riemen? Vielleicht, wenn wir... Nee, auch nicht. Die Riemen hier? Natürlich nicht. Es ist fest verschraubt. Das ist fest verschraubt. Aber das hier, wen juckt's? Nein, das wird nicht funktionieren.
Und das Pferd kann da auch nichts bei ra nichts rausziehen, ne? Dazu müssten wir das Pferd erstmal hier reinführen. Eine Art Hebel. Und was macht dieses Dings da? Nö. Nö. Tja, und nö. Wie gehen wir weiter vor? Ich werde die Augen offen halten. Das ist ein Notfall. Lass mich rein. Was war das? Halt, was war das? Ein Besen? Oh, den hatte ich vorher nicht gesehen. Ups. Damit können wir jetzt immerhin die Tür hier zu... Ja, sehr gut. Die Gabel haben wir auch schon mal. Und das Fenster ist vereist, aber ich kann etwas in dem Raum erkennen. So, meine Hände sind mir zu schade, um scheinbar einfach so einzubrechen. Ja, das wird nicht funktionieren. Warte mal, doch, da, guck mal, hier ist doch verschraubt. Ach so, nee. Wir müssen die Scheibe einbrechen. Na gut, gehen wir da rein. Erst einmal würde ich gerne die Gabel loswerden. Nicht mal das ganze Inventar zu müllen, ne? Und dann stand hier, es ist fest verschraubt. Na. Yay. Okay, dafür brauchen wir den Riemen. Na klar. Juhu, wir kommen raus. Yay. So, und... da liegt was rum. Da liegt noch mehr rum. Da liegt nichts rum, was wir gebrauchen. Doch, das Rad. Ein Rad, ein Spielzeugrad, das wir zu einem Wagenrad machen. Und eins von 25? Nö, geht. So, hi Kleines. Oh, sie ist ganz... Theorie. Ich sollte etwas Wärmendes finden, damit sie nicht erfriert. Theorie, wenn sie so da liegen bleibt... Okay, um den Fuß ist es schade, aber sie könnte es überleben. Hm. Ja. Oh, guck mal, nach da hinten geht es auch noch weiter. Oh, wie cool. Oh, wie cool. Ich will auch mit so einem mitfahren. Oh, wie cool. Was haben wir da? Da haben wir den Traktor und hier... Nix gut. Ich hätte die Kerze behalten sollen, ne? Je. Und jetzt ist er kaputt. Na super. Ein Hebel. Sicher. Der Hebel ist kaputt. Ohne einen neuen kann ich die Weiche nicht umstellen. Der Schraubenzieher? Es ist ein Notfall, okay. Und da geht's auch noch rein. Noch eine verschlossene Tür. Selbstverständlich. Diese auch zurecht. Ach, wie cool das gemacht ist. Ich kriege auch heute noch Gänsehaut, wenn ich diese... Ich sollte keine Werbung machen, aber wenn ich die Werbung von einer gewissen Getränkemarke höre. So, steckt fest. So, das kommt da rein. Yay, und Rinder. So, das nehmen wir mit, das ist prima. Und hier haben wir Öl. Öl in der Butze. Ich bin nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Warte mal, Fassdeckel und Hebel. Das könnten wir miteinander... Na, natürlich nicht. Hier wohnt jemand. Stroh. Hä? Aber wozu brauche ich das? Nein, brauche ich nicht. Gut, was haben wir denn hier? Ich benötige eine Stahlkugel. Wo hatte ich die noch gerade? Ja, gute Frage. Dann geh mal suchen. Ich such's nicht. Ja. Doch, ich such's. Mist. Okay. Feuer. Das könnte sich noch als nützlich erweisen. Ja, aber wir haben doch einen Feuerstahl dabei. Hm. Okay, und hier drinnen ein kaputter Eimer, mit dem niemand etwas anfangen kann. Und ein ganz spezielles Schloss. Auch hier, ne? Notfälle, klar. Erst einmal mit einem ganz speziellen Schloss gesichert. Gut, gehen wir mal zurück. Und, genau. Die Kutsche. So, Räder. Kann ich das schon austauschen? Naja, immerhin eins, ne? Immerhin eins. Okay, aber viel gebracht hat er sonst nicht. Hm. Feuerstahl. Hatten wir denn irgendwas, wo wir hier... Warte mal, den Feuerstahl müsste man doch eigentlich... Nee, können wir nicht. Okay. Der Stahl kann man damit auch die... Nein, kann man nicht einschlagen. Hm. Na fein. Hier gibt es auch nichts weiter. Hier kommt der Hebel hinein. Da wird der auch nicht nützlich sein. Nö. Können wir ihn hier drin abfackeln? Nö. Tja, und nö. Ah.
Nix. Ich sollte hier etwas Wärmendes bringen. Ich könnte ihr Kleid anzünden. War nur so eine Idee. Und wie konnte sie da überhaupt reingeraten? Der Fuß wird doch nicht gebrochen sein. Nee, halt, das geht jetzt verkehrt zurück. Ist hier denn nichts anderes? Irgendwas, was wir mitnehmen könnten? Irgendwas? Wohl nicht. Na schön. Okay, das wird nichts. Und hier, das ist steckt fest. Ist das Wachs oder was ist das? Nee. Dafür brauchen wir das Öl, ne? Damit wir das rausziehen können. Tja. Und das Stroh einfach nur da reinpacken? Nein, das will nichts. Oh, guck mal, er hat sich als Weihnachtsmann verkleidet. Dafür brauchen wir den Helm. Hierfür brauchen wir... Warte mal, den Magneten. Zu heiß zum Anfassen. Nein, können wir nicht einfach mal... Nein, geht nicht. Hebel. Nein, auch nicht. Das Kissen können wir nicht mitnehmen. Hiervon können wir nichts mitnehmen. Und hier brauchen wir erst die Kugel. Da oben, was haben wir da? Ein Blasebalg, das ist zu hoch. Wirf mit dem Schraubendreher danach. Nein, Feuerstahl, nein. Die Lampe, nein. Ach, Menno. Es hätte so schön sein können, ne? Kann ich die Feder auch auf mich anwenden? Okay, so, mehr haben wir aber hier erstmal nicht, ne? Da geht's nur dahin zurück. Tja, zurück. Hier ist nichts weiter, nur Schneegestöber. Da haben wir noch was an dieser Laterne. Oh! Warum? Metallhaken. An was können wir das festmachen? Das können wir an gar nichts festmachen. Oh, das tut mir leid. Das war schon so festgeschraubt. Ah, na immerhin. Jawoll! Und wir haben eine Stahl... Ach so, hier ist die Stahlkugel für das Spiel drin. Natürlich. So. Erst näher ran. Stahlkugel. Hallo? Kugel. Gut, finde einen Weg, die Stahlkugel zum Ausgang am oberen Rand des Feldes zu bringen. Drehe und platziere die drei Röhren, um die Kugel von einem Feld zum nächsten zu leiten. Natürlich, sehr gerne. Okay, also hier, da. Hoch. Das wird so nicht funktionieren. Das wird so ganz und gar nicht funktionieren. Kann man die drehen? Kann man nicht. Ah, okay. Ja, super. Okay, weil dann könnte es ja vielleicht doch klappen. Nee, so wird das nix. Wie mache ich das jetzt? Wenn ich die da reinbringe, das bringt nichts, ne? Nee. Nicht. Drehen ist nicht, ne? Nein, drehen ist nicht. Drehen ist nicht. Okay. Nee, das ist mir noch zu früh. So, wieso geht er jetzt dahin zurück? Ich nehme das hier einfach mal weg. So. Genau. Dann bringen wir sie hier hin. Bringen wir sie dahin. Bringen sie dorthin zurück. Das ist Quatsch, was ich da gerade mache, ne? Kann das sein? Das ist doch Bullshit. So. Doch, warte, das funktioniert, siehst du? Nämlich so. Haha. Yay! Zettelsche. Koturi felt for the innocent people of the earth. He begged Venona for mercy, but she could not be warmed by gifts or pleading. And so Koturi pledged himself to her in marriage, if only she would let the sun return. Koturi's pledge of marriage, although offered with a heavy heart,
gladdened Venona. The earth returned to warmth and harmony. Venona made ready for her autumn wedding with joyful celebration. Was? Das ist ja furchtbar. Das ist ja gruselig. Oh Mann, ey. So, das sammeln wir ein. Die Lokschlüssel und den Fahrplanhebel. Den Lokschlüssel. Okay. Also, meinetwegen. Erst einmal an die Lok. Nee, ne? Oh, Tussi. Du gehst mir dermaßen... Boah. Ist die furchtbar. Okay, damit ich das nicht vergesse. Ich sehe es da schon. Ja, ja. Na, und... Okay, damit haben wir immerhin den Fäustling ergattert. Ach, der steckt da einfach nur dazwischen. Ja, cool. So, Glocke, Fledermaus und Schmetterling. Glocke, Fledermaus und Schmetterling. Glocke, Glocke, Fledermaus und was ist hier drunter? An der Mütze fehlt etwas. Ein Bummel. Ja, hurra. Pudelmütze. Glocke, Fledermaus und Schmetterling. Schmetterling. Fledermaus. Hier ist doch bestimmt wieder was drunter. Nämlich noch eine Glocke. Genau. An der Mütze fehlt etwas. Warum fehlt hier überall etwas? Porzellanpuppe und Farbtube. Farbtube. Porzellanpüppchen. Noch ein Porzellanpüppchen. Und eine Farbtube. Was fehlt denn hier? Da fehlt noch ein Bommel dran, ne? Da, der Bommel. Jut, Hammer. Noch eine Fledermaus. Da. Yay, alles gefunden. So, da drunter ist ein Spielzeugschalter, den wir bestimmt... Natürlich können wir den vergrößern. Und schon ist da ein Weichenhebel draus geworden. Okay. Zum Zug. Kann ich das damit öffnen? Das geht. Okay. Renn in die Butze. Was haben wir hier? Okay, nehme ich alles mit. Die Kohle mit den Händen. So viel Zeit habe ich nicht. Ach du liebe Zeit. Bohrer. Ein Wagenrad. Herrlich. So, noch was? Metallhaken mit dem Stroh bringt nichts. Okay. Nein, hier ist ein Hammer. Das ist gut. Da kann ich die Kohle reinpacken. Na schön. Und da ist ein leeres Ölkännchen und das Rohr ist lose. Da scheint ein Druckmesser zu fehlen. Alter, wie gut, dass wir vorbeigekommen sind, ne? Ansonsten, es wäre ja furchtbar hier. So, also, den Weichenhebel, der kommt dahin. Jawohl. Und was muss ich hier machen? Bringe alle Glühbirnen zum Leuchten. Wähle die Stromtaste, um sie ein- oder auszuschalten. Glühbirnen, die du mit den Eisenschablonen bedeckst, bleiben unverändert. Was? Also wenn ich den hier jetzt ansetze und wo ist Strom? Ach du Herr Himmel. Das kann ich nicht drehen, ne? Nee. Ach du liebe Zeit. Das wird ganz furchtbar. Das kann ja nie im Leben funktionieren. Strom. Jetzt lassen wir die so. Okay. Dann haben wir schon mal zwei. Jawohl. Okay. So, jetzt muss nur noch der da funktionieren. Wie kriege ich das jetzt hin? Ja! Ah, und am Ende hat es doch geklappt. Okay, gut, wow. Jetzt kann ich die Lok in Gang setzen. Warum? Ich denke, der Zug kommt erst noch. Okay. Gut, gehen wir mal zurück. Und ist sie denn hier? Sie ist immer noch eingeklemmt. Ich muss etwas Wärmendes finden. Wieso müssen sie einfach nur da rausholen? Hallo? Das mit dem Wärmen, das kann sie hinterher auch noch kriegen.
Okay, leere Ölkanne. Ach so, nee, warte mal. Mit der leeren Ölkanne können wir hier hingehen. So, Öl. Jawohl. Und das ist zu heiß. Dafür brauchen wir den Fäustling. Was denn? Viel zu heiß zum Anfassen. Ja, aber dafür ist doch der Fäustling gut. Ist da irgendwas drin? Nein. Okay, halt. Ans Fenster können wir noch gehen. Öl. Das ist super. Damit haben wir schon mal einen Schalter. Das ist cool. Wir können außerdem zu dem Pferd zurückgehen und da schon mal das zweite Wagenrad anbringen. So. Dafür brauchen wir immer noch einen Schlüssel und das Pferd ist unruhig. Können wir mit dem Hammer eins drüber brezeln? Nee, das geht nicht. Stroh. Das weiß ich noch nicht. Hier können wir mit dem Hammer können wir die Scheibe einschlagen. Juhu! Und bekommen den Druckmesser. Das ist wunderbar. So, damit gehen wir zu der Lokomotive zurück. Da. Okay, also hier fehlt ein Druckmesser, hat er gesagt. So. Das Rohr, das es muss, ich schaffe es nicht, genügend Druck herzustellen. So, der kommt da rein. Es muss alles bereit sein. Wieso das Rohr ist lose? Welches Rohr denn? Das hier? Hä? Nee. Hä? Okay. Und ich habe noch keine Möglichkeit gefunden hier mit der Zange. Das geht nicht. Fäustling geht auch nicht. Okay, cool. Ist denn da noch mehr? Nein. Es muss erst alles bereit sein. Na gut. Okay. Da geht es mal wieder nur dahin zurück. Und hier kommt dann. Da! Metallhaken und Hebel. Das lässt sich aber nicht miteinander kombinieren. Na schön. Noch irgendetwas an der Locke? Irgendetwas Auffälliges? Nein. Okay, kann ich sie denn da schon mal rausquengeln? Auch nicht. Na gut. Wieder zurück. Hier ist nix. Da ist nix. Hallo. Na? Ich muss mich beeilen, während John versucht, aus dem Gassenraum rauszukommen. Unglaublich, der Typ. Gut, hier fehlt uns noch ein Löffel. Alles klar. Hier ist. Das haben wir jetzt fertig. Das ist eigentlich nur noch der Schlüssel und das Pferd beruhigt, ne? Tätschel, tätschel, tätschel. Feuer wird es bestimmt total beruhigen. Nein. Und hier geht auch nicht. Okay, fantastisch. So, zurück. Hier hatten wir alles erledigt. Alles klar. Ich wette, mit dem Fäustling müsste ich doch hier den Magneten abgreifen können, oder? Warum funktioniert das nicht? Viel zu heiß zum Anfassen. Ja. Na schön. Und dann das Ölfass könnte sich auf verschiedene Weise als nützlich erweisen. Hä? Na schön, wir werden es schon herausfinden. Aber das finden wir, glaube ich, erst in der nächsten Folge heraus. Ja. Nee, das geht alles nicht. Okay, cool. Ja, das finden wir erst in der nächsten Folge heraus. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir hier jetzt das Madel retten. Ne? So, das Madel retten. Also, danke nochmal und macht es gut. Tschüss.